Herzlich willkommen zum kürzesten Rohvegan am Limit Video. Ich zeige euch heute in ein, zwei Minuten, was ich heute esse, damit wir keine Zeit verschwenden. Ich bereite mir Tee zu, einen Tag vorher, willkürlich. Manchmal hier habe ich Chaga-Tee genommen und Zistrose. Und sind, ja klar, von Vitas mal, ne? Aber wie gesagt, eine Nacht vorher einweichen und dann habe ich den morgen früh kühl und kann ihn direkt verzehren. Habe schon ein bisschen was abgetrunken, seht ihr. Mein zweites, was ich esse, ist, beziehungsweise trinke, aus dem Angel Juicer hier, warum der beste Entsafter ist, habe ich mir bereits mehrfach erklärt. Fenchel und Sellerie. Ein Saft davon ergibt ca. 1 Liter hier. 4 Knollen und ein Ding. Alles Bio-Qualität. Mein zweiter Saft danach ist etwas Karotte, Ingwer und Kurkuma, ja. Ca. 250 Milliliter. Danach gibt es bei mir Spinat, ca. 500 Gramm, wahrscheinlich etwas mehr. Den bereite ich mir hier in der Waschmaschine zu. Das kommt da einfach rein und dann machst du einfach hier zack. Und das Mikrofon kommt auch noch rein und ist also fertig. Nein. Also dann kommt hier der Mixer, der ist übrigens, der lässt sich, der ist nicht, der 25 Jahre Garantie hat er, glaube ich, weil er sich nicht abnutzt irgendwie, die Kohlestäbe. Ist ganz interessant. Hier habe ich noch eine Vakuumpumpe dazu, damit dann nichts oxidiert. Ja, das kommt dann da rein. Und dann habe ich so einen Mousse, ja, und zu dem Mousse esse ich dann diese drei Flugmangos, die schneide ich mir dann da rein und habe dann so quasi so einen Spinatpudding, ja. Dann, zweite Mahlzeit, sind hier normale Heidelbeeren. Dann haben wir da unten wilde Heidelbeeren und noch ein paar andere gefrorene Beeren, lasse ich auch noch auftauen eben. Sowas, eine Beerenmischung einfach, ne? So Brombeeren und solche Sachen. Stachelbeeren und solche Sachen, so. Dann kommt da ein bisschen fermentierter Joghurt halt rein. Ich benutze den hier, weil da wirklich gar nichts drin ist, bis auf Sojabohnen, 0% Zucker und so weiter. Dann kommt ein bisschen Proteinpulver rein. Ich habe diesmal, ich probiere einige aus, weil wir gerade selbst eins am Machen sind, ne? Ich muss die alle testen. Das hier kommt ein bisschen rein, nicht viel, aber so ein kleiner Löffel oder sowas halt. Dann kommt da echte Kakaonips halt noch rein und dann kommen da, hier sind Nüsse drin und zwar Bio für Selen, ganz wichtig, Paranüsse, ja, ein bisschen Macadamia-Nüsse noch, ne? Ja, das war meine zweite Mahlzeit. So, meine dritte Mahlzeit, meine letzte Mahlzeit ist dann halt am Abend und das ist dann in dem Fall hier Brokkoli, Rotkohl, Pilze und Tempeh, diesen hier, den kann ich wirklich empfehlen, das ist wirklich toll, das ist keine Kooperation oder sonst was, dies, das, nein. Die machen wirklich tolle Arbeit, muss man wirklich sagen, der schmeckt wirklich sehr gut, das ist hier Lupinentempeh und ja, Wildkräuterart und ja, hier noch eine Zwiebel und eine Avocado und ja, heute etwas weniger Protein, weil ich habe keinen Muskelkater, weiß nicht warum. Ja, zu meinen Supplements, vielleicht nochmal ganz kurz, was habe ich im Kühlschrank? Also ich nutze tatsächlich die Supplements von Vitasomal, aber das Fünferbundle halt hier. Normalerweise nehme ich das mit Glutathion, aber das war zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Dann habe ich noch etwas Omega-3, nehme ich hier. Ja, Omega-3 und Kelp-Presslinge. Und das war's, davon lebe ich. Ja, ich hoffe, du konntest mal zu einem Blick haben. Würde mich sehr freuen, noch ein Video nach oben. Alles klar, ich muss komplett raus. Ein Daumen nach oben von dir, würde mich sehr freuen, wenn ihr solche Kanäle und vor allen Dingen was kommentierst, was du so isst oder sonstige Sachen, ob du es genauso einige Sachen machst und würde mich ebenfalls sehr freuen, zu abonnieren, wenn du das tun würdest, meinen Kanal und auf vitasomal.de vorbeischaust, mein liposomalen Supplements bis 4-5 Bioverfügbarkeit und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mit drunter schreibt, auch solche Videos ihr demnächst mehr sehen wollt, dann werde ich das mal ab und zu mal machen und ja, danke schön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao. Und hier übrigens auch richtig spannend, denn hier ist Uwes Essen und das ist wirklich sehr, ja. Nein, also hier ist ein Angel Juicer, wenn ihr seht, und der will bald seinen Besitzer wechseln. Deshalb seid gespannt, was auf dem Kanal passiert. Wir sehen uns.